Hey und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Minecraft Stranded. Und ja, in der letzten Folge hatten wir hier diesen Crucible gemacht und ich habe hier jetzt mal Steine reingefüllt, weil wir jetzt die Quest completen. Wir brauchen nämlich einen Lava-Bucket und den haben wir jetzt. Und wisst ihr, was das bedeutet? Wir können uns jetzt einen Cobblestone-Generator machen. Da hatte ich gerade nur was nachgeguckt. So, claimen. So, was brauche ich? Okay. Tin, Copper. Ich weiß gar nicht, ob ich dafür nicht schon ein paar Sachen habe. Das muss ich dann mal gleich nachgucken. Gut, wir brauchen Stonehammer. Choice Reward. Stonehammer und Bone Crook. Aber wir wollen natürlich jetzt erstmal eine Spitzhacke machen. Natürlich, als allererstes. Das wird jetzt zwar ein bisschen doof, weil es eine Holzspitzhacke sei, ist. Aber Toolrod. Und ich glaube, das brauchen wir auch noch, eine Binding Pattern. So. Also, soweit ich mich erinnere, ist das nämlich so. Und dann hier und tack. Jetzt haben wir Time to Mine. So, hier wollte ich jetzt gerade nochmal was nachgucken. Und zwar, hier haben wir Tin und Crushed Nickel. Okay, hier haben wir Crushed Aluminium, Silver, Copper, Lead, Yellowrite und Iron. Gut, damit kommen wir aber noch nicht weit. Hier die müssen wir, glaube ich, einmal komplett ausleeren. Und vorne reinfüllen, weil die Chest wird abgebaut, da ich da den Cobblestone-Generator haben möchte. Gut. Und den Rest können wir hier rein tun. So. Torches behalten wir auch mal hier mit drin. So. Die Kiste hätten wir. Und jetzt muss ich gerade mal überlegen. Hier kommt die Lava hin. So. Und hier das Wasser. Und die Lava muss auf das Wasser fließen, ne? Also in etwa so. Ich gehe mir gerade mal unten nochmal den Bucket hier das holen. Und dann hoffe ich, es funktioniert. Echt, ich hoffe das sehr, dass jetzt der Cobblestone-Generator funktioniert. Und ich hier keinen Fehler gemacht habe, weil sonst lade ich einfach die Welt neu. Und ja, wir haben Cobblestone-Generator. Jetzt kann ich mich hier reinstellen. Und im Idealfall Cobblestone farmen. Funktioniert jedoch gerade noch nicht, da ich erstmal freies Inventar habe. So. Und jetzt können wir hier schön Cobblestone farmen. Dadurch können wir auch Kies uns holen.
Hier einmal den Laboratory-Block weggeholt. Und ja. So, jetzt haben wir zum Beispiel schon wieder 5 Stück. Gucken wir jetzt mal gerade eben ins Questbuch. Was müssen wir jetzt machen überhaupt? Ich brauche einen Steinhammer, den kann ich machen, und die Bone Crook, die kann ich noch nicht machen, weil uns dafür Knochen fehlen. Eine Bone Crook wird, glaube ich, aus 4 Knochen gemacht. Und wir haben. Oh shit! Shit, shit, shit! Wie kommt ihr Bastarde denn hier rein? Hä, wie kommen die denn hier rein? Ich habe doch alles sicher gemacht. Okay. Machen wir uns mal direkt. Oh, shit. Das wollte ich gar nicht. Ich hatte hier doch irgendwo noch mal damals ein Schwert. Na komm her. Okay. Alter, shit, shit, shit. Ja, da muss ich da mal nachschauen, was da los ist. Salz, Rotten Flesh, Zombie Chuck. E. Mal gucken, ob ich jetzt überhaupt noch Salz machen kann. Salt. Okay, mit einem aus dem Wasserbucket bekomme ich 2 Fresh Water, eine Glasflasche und Sand. Das heißt, ich müsste Wasser machen. Da ich allerdings gerade von Zombies belagert werde, den kleinen Mistkerl hier. Ah, und so kommen sie rein. Alles klar. Oh, cool. Hier bin ich sicher. Jetzt kommen sie alle. Shit. Gut, das Problem werde ich offscreen bekämpfen. Ich würde sagen, das war's mit dieser Folge. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao, ciao.